Wollte ich ja so. Das heißt, ich musste es. Guck mal hier, was ich hier habe, was ich mir eingebrockt habe. Jetzt haben wir den hier. Ich habe so einen richtig schönen Mephisto. Ihr hattet das letztes Jahr schon gehabt an ihrem. Beim Fuß, nicht? Deshalb konnte ich ab und die Fenster rein. Du hast jetzt am linken, am rechten hattest du letztes Jahr. Jetzt hast du es am linken. Jetzt hast du es am linken, ja? Konnte ich auch nicht Tänzerin werden, weil ich Ansage zum Ballen hatte. Und habe ich mich jahrelang gequält in die hohen Absätze mit meinen Programmen. Hat kein Mensch, da bin ich ganz stolz drauf, hat kein Mensch gemerkt. Aber in der Pause, dann bin ich zum Wasserstein und habe also mein Wasser drüber laufen lassen. Und dann wieder hinein in die Schuhe. Das habe ich jahrelang gemacht. Ja. Ganz schön Schindluder mit meinen Füßen getrieben. Und du bist mein Mephisto-Schuh. Und sie ist ja auch eine sehr, sehr, sehr aktive Person, die eine übersprudelnde Energie hat. Was schwierig für sie ist jetzt so ein bisschen, weil wenn sowas ist, wissen Sie ja, wenn man eine Operation hat, dann muss man langsamer ein bisschen. Und das ist schwierig, weil man möchte mehr, aber man kann nicht. Und was ich ihr versucht habe zu erklären, was natürlich eine Herausforderung ist, das als eine Möglichkeit ansehen, okay, ich kann jetzt nicht so schnell die Zeit zu benutzen, um mal ein bisschen auch vielleicht, ich weiß nicht, inne zu gehen. Ich bin so ungeduldig. Ich weiß, das ist ja auch so eine Sache, ne? Ist ja auch kein Ding eigentlich. Und wenn ich nicht duschen kann, ich kann noch nicht. Also das ist ja was Schreckliches. Wenn man nicht kann, was man will, das ist ein Problem. Furchtbar. Das ist Ihr Lieblingswort, furchtbar. Ich hoffe, dass morgen vorbei ist, denn morgen werden die Fäden gezogen. Ja. Aber meinen Klumpfuß, den habe ich immer noch. Also den muss ich einen Monat tragen, stellt euch das vor. Wow. Aber es lohnt, also wenn man meinen anderen Fuß sieht, also es lohnt wirklich. Ich musste das machen, es ging richtig. Aber wir haben guten Kaffee, wir haben super Kuchen. Aber bitte mit Sahne? Mit Sahne? Mit Sahne. Mit Sahne. Der Jungs hat das gerade gesagt. Mit Sahne, ja. Aha. Wir sind hier mit Kaffeeklatsch im Juni, wo viele Geburtstage sind in unserer Familie. Viele Geburtstage. Ich werde 18. Sie wird 18, ja. Und ich wurde 94. So 94, langes. Ich fühle mich eigentlich schon wie so. 94 bin ich geworden. Ich bin gerade 94 geworden. Ich sehe viel besser aus. Ich habe mich sehr gut gehalten. Ich weiß nicht, was es ist, aber das ist sehr seltsam, ja. Aha. Ja. Und dann mit auf einen Schwung nächstes Jahr bin ich schon 28. Ne? Ja, ich weiß, ist unglaublich. 30, ne? Ja, in einem Jahr. Aber was ist Zeit sowieso? Was ist Zeit, ne? Ja. Aber das Komische ist bei mir auch, ich lebe überhaupt nicht in der Vergangenheit. Schrecklich. Ja, das ist ja auch eine Leute gesagt, sie sagt das öfter. Sie sagt das öfter. Leben in der Vergangenheit. Mhm. Erstmal die Frage, ich als eine rhetorische Frage. Ist das überhaupt möglich? Wie geht das? Man lebt ja nur jetzt. Auch wenn man Gefühle hat. Ich meine an die Erinnerungen. Ja, okay. An die Erinnerungen. Es gibt Leute, also die jünger sind als ich und die nur von der Vergangenheit sprechen. Weißt du noch damals und wo? Komischerweise. Weil es sind ja auch, und guck mal hier, wir haben einen schönen Begleiter, der ist hier überall. Marienkäfer, ne? Der will auch Sahne. Ja, der war gerade auf dem Mikrofon, der ist jetzt auf der Sahne. Ne? Der will Sahne. Also wir haben unsere der will jetzt Sahne. Ja, tierischen Begleiter hier. Und schmeckt's dir? Mhm. Hast du ja noch gar nicht gegessen. Sehr gut. Okay. Aber es ist ja nicht nur der Kuchen, der so gut ist, das ist diese ganze Ambiance. Ja, guck, das ist ja echt was. Unser schöner Garten. Ja, wie wunderschön. Ja. Das ist unser Schwimmbad, das man auch ein bisschen, glaube ich, sieht. Ne? Werde ich gleich benutzen, gleich genießen. Das kann ich auch dieses Jahr nicht auch. Ja. Weil du kannst dich ein bisschen reinhängen da, du kannst ein bisschen die Füße reinhängen, ne? Natürlich. Gut. Weil ich glaube, ich würde sogar sagen, es ist gut. Ja. Das habe ich ja früher auch gemacht. Obwohl es ja bei der Zeit früher, da ist mir das nicht so schwer gefallen wie jetzt. Und zwar, weil es jetzt schon so warm, sehr warm ist. Und das da in dem Schuh. Mm. Oh, weia, ich sag mal. Oh, ist das so gut. Ist gut? Guck mal, der frisst wirklich. Der Marienkäfer frisst wirklich Sahne. Ja, nee. Ja, vielleicht will er uns irgendwas sagen. Ja. Vielleicht ist es der Vater in der Form eines Marienkäfers. Das habe ich. Der wiedergekommen ist und der uns hier. Wiedergeburt. Ja, aha, ja. Genau, Wiedergeburt. Ja. Daran denke ich eigentlich doch, dass diese Wiedergeburt, das ist schon was dabei. Meinst du? Dass wir alle wiederkommen. Ich denke, die Idee ist, dass wir alle zurückgehen, wenn wir sterben, wo wir angefangen haben. Weil wir kommen ja in die Welt, wir werden geboren, als eigentlich, wir sind ja spirituelle Wesen. Ja. Ich meine, das ist auch etwas, was hier mal in Deutschland die meisten Leute überhaupt nicht daran denken. Ja? Wir sind so von dem Physischen, von unserer Welt und unserer Geschichte so beeinflusst und den Medien, die uns alles was verkaufen wollen. Ne? Und das ist alles eine Marktwirtschaft, ne? Und der Krieg in der Welt und die Armut, aber das ist alles irgendwie... Weiß nicht, eine Illusion oder eine Delusion. Und was ist wirklich wahr? Ja. Und was ist wirklich, was heißt es eigentlich wirklich? Das ist eigentlich eine interessante Frage. Was heißt es wirklich, Mensch zu sein?
Das lernen wir ja nicht in der Schule, ne? Unsere Menschlichkeit zu entwickeln, unsere menschlichen Fähigkeiten. Und ja, also ich würde sagen, was ist der Sinn des Lebens? Ja, ja. 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 Auch eine gute Frage. Nützlich zu sein, ne? Für irgendetwas nützlich zu sein. Das ist richtig, ja. Hm? Picasso hat was Wunderbares gesagt. Ich kann es in Englisch sagen. The meaning of life is to find your purpose. Nee, is to find your gift. And the purpose of life is to give it away. Ah ja. Also der Sinn des Lebens ist, dein Geschenk zu finden, okay. Und dann ist es die Frage, ist das wegzugeben, es weiterzugeben. Ja, ja. Aber das ist ja auch das Drama, da fängt es ja schon an. Die meisten Menschen sind sich darüber überhaupt nicht bewusst, was sind ihre Talente. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, Christian. Das ist das Wichtigste, was es überhaupt im Leben gibt, dein Talent zu entdecken. Und deine Leidenschaften. Und es gibt, also ich weiß nicht, ich höre mich immer um, auch in Bekanntenkreisen, bei jungen Die wissen das gar nicht. Die sind gelangweilt. Und haben gar keine Werte. Haben keine Werte. Es gibt scheinbar gar keine Werte mehr auf jeden Fall. Da muss man sich ja mal angucken, wo das wirklich anfängt. In der Schule. Was lernen wir wirklich in der Schule? Die Werte in der Schule, ne? Ja, aber in der Schule denken natürlich die Kinder auch immer, man lernt für den Lehrer oder für die Eltern. Ich ja auch. Ich war immer so. Ich habe mir das immer gedacht. Aber dann lernt man ja wirklich, dass man für sich selber lernt. Aber die Frage ist wirklich, was lernt man? Ich rede ja nicht jetzt noch nur da. Es gibt auch viel Blödsinn, was du lernen musst. Das ist richtig, ja. Wichtig ist das. Ich habe das damals immer angezweifelt. Wie wichtig sind eigentlich die Dinge, die wir in der Schule lernen? Weil Kinder, das Interessante ist ja auch, habe ich schon gefunden, dass Kinder eigentlich natürlicherweise, Kinder wollen lernen, weil Kinder wollen verstehen lernen. Die wollen wissen, warum Dinge so sind, wie sie sind. Aber dann leider, und das ist interessanterweise, dass auch wenn Kinder, wenn wir anfangen zu gehen und dann können wir reden, und dann kommen wir in die Schule, aber was von uns in der Schule erwartet wird, ist nicht zu reden, ist zuzuhören. Ja, das können viele Stellen nicht so gut. Erstmal das, aber dann ist es auch unnatürlich, weil Kinder, eines der größten Bedürfnisse von Kindern ist Aufmerksamkeit. Ist, dass man Kindern zuhört, deren Fragen beantwortet. Aber wenn Kinder dann in so eine Situation gesetzt werden wie in der Schule, wo von ihnen hauptsächlich nur erwartet wird, zuzuhören, Notizen zu nehmen und für einen Test zu studieren, dadurch vergessen wir wirklich zu denken, wir vergessen zu lernen. Also Christoph, warum bist du bloß kein Lehrer geworden? Ich bin doch ein Lehrer. Ja, genau. Ne? Ja, ich meine jetzt aber wirklich in einer festen Schule. Ja, aber das ist ja auch festen Schule, wenn du das sagst. Die meisten Schulen unterrichten in Fächern. Was ich rede hier über die Kunst des Lernens, ja, dafür gibt es ja keine Schule. Naja, ja, genau. Ja, weil das ist ja auch, man ist ja nie zu spät. Ne? Ja, genau. Und da fängt es ja wirklich an. Wärst du doch gut. Oder wärst auch Pastor geworden. Ein Prediger. Das Wort zum Sonntag ist heute, genau. Ja, tatsächlich. Und das Wort zum Sonntag ist? Ja. Das müssen wir uns mal nachdenken, was das Wort zum Sonntag ist. Ja, aber auch interessant ist ja, ich meine, das ist bekannt, dass Kinder, arme Kinder, ich habe ja den Film gesehen, Christoph, du hast ihn auch gesehen, die weitesten Schulwege, ja? Das ist erschütternd. Diese Kinder wollen lernen. Und die sind bereit, durch Flüsse mit Krokodilen zu gehen und auf durch Felsenwände zu klettern und 6 Stunden unterwegs sind, um überhaupt in die Schule zu kommen, richtig. Um zu lernen. Und wir sitzen mit dem dicken Arsch auf der Butter. Da gibt es natürlich auch so viele Ablenkungen, ne? Und heutzutage die Jugend, ne? Ich meine, mit unseren Handys und Tablets, ne? Das ist ja, und Social Media. Das ist ja heutzutage, ne, etwas, das uns wirklich die Technologie, die uns da kontrolliert. Ne? Ja. Ich sehe das auch, das ist interessant, in Afrika, weißt du ja, dieses Projekt HEARTS, wenn das jemand nicht kennt, gucken Sie sich das mal an. Gruppe von Flüchtlingen in Afrika zu helfen. Viele kommen da zu mir und sagen, bitte hilf uns mit Geld, damit wir in die Schule gehen. Ja, okay. Das ist wichtig, ne? Und sagen auch viele, dass Erziehung da der Schlüssel ist. Ja. Aber dann ist natürlich auch der Frage, wenn ich mir überlege, wenn viele Leute auch in die Schule gehen, wie viele von diesen Leuten sind danach fähig, wirklich eine Arbeit zu finden, um sich zu unterstützen? Und das würde ich sagen, sind eigentlich die wenigsten. Vor allen Dingen, wenn wir über Afrika reden. Deshalb, was ich denke, das ist die Hilfe zur Selbsthilfe ist eigentlich das Allerwichtigste. Zu lernen, ganz was genau. Ich machen kann. Aber das ist es ja, du weißt ja die Geschichte, wo ich mit deinem Bruder in Afrika war, in Simbabwe. Und wo der Erik da als Entwicklungshelfer tätig war. Ja, genau. Und, ja. Und der hat also versucht, den schwarzen Tabakpflanzen beizubringen. Und er hat schon 3-mal wieder einen neuen Antrag gestellt. Und die Entwicklungshelfer, die brauchen ja nur so, weiß nicht, ein halbes Jahr oder auch ein Jahr bleiben. Und dann müssen sie wieder nach Hause. Und der hat jetzt, also 3-mal hat er das schon verlängert und er musste jetzt weg.
Und jetzt kannst du dir gar nicht vorstellen, was da los war. Der erste Vorarbeiter, mit dem habe ich ja gesprochen. Oh, der Boss. Naja, genau. Kann jetzt nicht. Ich sage, Mensch, du kannst es doch, er hat es ja doch gezeigt, jetzt mach du das doch mal, du bist doch hier der Erste. Und nein, und der Boss. Und das ist natürlich ganz schlimm. Das ist schlimm und daran merkt man, also sie sind nicht frei davon und die müssen getreten werden. Wirklich wahr. Aber Erik hat gesagt, die müssen getreten werden. Aber das finde ich nicht schade, das Wort getreten. Ich würde es ein bisschen weiter sagen, die müssen inspiriert werden, die müssen motiviert werden. Die müssen jemanden haben, der ihnen helfen kann, dass sie selber lernen, ihr eigenes eigenen Sachen zu machen. Ja. Ne? Und auch von denen, weil das ist ja die Sache, kommt ja wieder darauf zurück, das haben sie nie gelernt. Ja. Das haben sie nie gelernt. Ne? Und wirklich da fängt es wirklich an, was wir gelernt haben. Ne? Ja. Und stell dir mal vor, wirklich eine Welt, was für eine Welt wir haben würden, wenn Kinder aufwachsen würden, die würden lernen, ihre eigenen Talente zu entwickeln, ihre eigenen Lieben zu entwickeln, die würden lernen, ihre Kreativität auszudrücken. Ja. Mit anderen auszukommen, nur wirklich zu lernen, zu teilen und anderen zuzuhören und sich nicht nur um sich selber zu kümmern, was ich denke, und das sehe ich auch, das ist vor allen Dingen mit den Ärmsten der Armen, sehe ich das, dass die so eine Art Gier haben, nur für sich selber, weil die kennen nicht, die wollen nur für sich selber helfen. Ja? Deshalb die Idee, das ist schwierig, was ich vor kurzem gehört habe von diesen Kabarettisten, schrecklich mit den Managern, nicht? Die so egoistisch immer wollen sie. Wollen sie was. Also bei mir ist es anders. Ich will nur für mich. Für mich, ja. Die wollen für sich selber. Ich will nur mal für mich selber. Ja, aber es ist eigentlich auch eine traurige Realität, weil wenn das der Fall ist und jeder kämpft ums Überleben und alles ist eine Frage, was heutzutage auch sehr stark ist, auch in Schulen, im Sport, überall, ist Wettbewerb. Schauspielschule, auch in der Schauspiel, was für ein großer Wettbewerb da ist zwischen den Leuten, wer kommt nach vorne. Und dadurch irgendwie verlieren wir dann wirklich den Spaß einfach an der Kunst. Aber ich weiß auch, auf der ganzen Welt ist Wettbewerb. Ja, natürlich. Und in Intrigantenstall. Und das ist so schlimm. Ich habe es am Theater erlebt, wie schlimm das ist und wie du kämpfen musst und wie da wieder ein paar hinter dir stehen und die wollen das auch und intrigieren. Und es ist so schlimm. Das ist ja eigentlich in gewisser Weise auch dieses abgekartete Spiel, von dem wir teil werden in der Welt, nicht? Dass wir werden gegeneinander ausgespielt, wir sind im Wettbewerb gestellt gegeneinander, wer ist der beste Schauspieler, wer ist der beste... Oh, das kann ich nicht mehr hören. Was ist das beste Restaurant, was ist das beste, der beste Film, ne? Käse. Und ich denke mir immer, das gibt nicht das Beste. Es gibt nur verschiedene Arten, verschiedene Menschen. Genau. Also beste Schauspieler, das regt mich ja so wahnsinnig auf. Es gibt nur andere Charaktere, die das irgendwie gestern hast du gesehen, den Götz George, der war was für ein unglaublicher Schauspieler. Und glaubte, der hat auch seine Intriganten da. Ja, natürlich. Überall gibt es die ja, in jedem Fach. Ja. Was auch immer, wenn eine Arbeit man macht, ne, das ist alles eine Frage des Wettbewerbs. Ja. Weil wollte ich vorhin nochmal sagen, mal weiterführen. Stellen wir uns mal vor, was für eine Welt wir haben würden, anstatt Wettbewerb, wir würden lernen, miteinander zu arbeiten. Kollaboration, sagt man. Synergie. Synergie. Das wäre doch was. Ne? Ja, ja. Anstatt gegeneinander, miteinander. Und ich denke, irgendwie steuern wir dahin, weil eigentlich seit dem Anfang der Zeit sind wir Menschen ja gegeneinander. Wir wurden ausgespielt, die Rassen, die Kulturen, das ist ja alles, und dann, was eigentlich die Geld regiert seit immer, war Macht und Geld. You know. You can also speak a little English, because I think it would be good for people to hear you speak English. And it's kein Ding. Kein Ding. No thing. Nothing. Nothing. Nothing, ja. No thing ist ja no zusammengeschrieben thing. Nothing, ja. Nothing, yeah. Nothing, ja. Yeah. Ist nichts. Nicht, das ist nichts, ja. Das ist nichts, ja. Nichts, ja. Ja, es ist schon nicht so gut auf dieser Welt, wenn du so willst. Ja, aber deshalb ist es ja, und das habe ich auch in San Francisco gelernt, und auch nochmal, nachdem ich diese ganze Thematik in der Mitte der 90er Jahre Selbstentwicklung studiert habe, das hat ja auch Gandhi gesagt, wir müssen die Veränderung werden, die wir in der Welt sehen wollen. Das fängt ja mit uns an. Das ist natürlich, kann man sich nicht die Haare aufreißen und völlig depressiert werden, wenn man nur die Nachrichten anguckt und in der Zeitung liest, was wieder alles passiert ist. Ne? Mhm. Und in der Welt und die ganzen Kriege und die Umweltverschmutzung. Wie gesagt, das war ja eigentlich immer so, ist ja eigentlich immer schlimmer geworden. Ja. Und das können wir selber nicht ändern. Aber was wir ändern können, ist einfach mehr Mensch zu sein. Mehr natürlich zu sein, besser miteinander auskommen. Wo,
Wort zum Sonntag, das Wort zum Weltverbesserer. Weltverbesserer, ja. Weltveränderer, ja. Oder einfach Verbesserer. Verbesserer. Das ist ein neuer Jobtitel für mich. Ja. Ich bin ein Verbesserer. Ja, ein Verbesserer. Man kann ja alles verbessern. Ne? Mhm. Aber wie gesagt, die Verbesserung, und das ist ja auch eine interessante Idee, dass Change heißt ja in Englisch, ist Verbesserung. Oder Änderung ist Change. Change, ja. Ja, we look for change outside of us. Wir suchen aber nach... Aber sag mal, Change heißt doch auch... Geld, Wechselgeld. Wechselgeld, genau, ja? Genau, richtig. Ja, ja, ist interessant, ja. Und dann sagen die Obdachlosen oder die Armen, die haben so einen Becher, sagen, you got some change? Ach so. Was ja auch interessant ist, hast du ein bisschen Veränderung? Hast du ein bisschen Veränderung? Okay. Das, da habe ich immer gesagt, wenn mich ja jemand angemacht hat, habe ich gesagt, you got some change? Mhm. Habe ich gesagt, nobody can give you change, but you need to be change. Das haben sie nicht so ganz verstanden oder nicht gemocht, weil natürlich wollen die nur Geld. Mhm. Was man verstehen kann, wenn man sich über die ärmsten Damen auslässt. Ja, Geld beruhigt, aber es macht nicht glücklich, das wissen wir ja. Natürlich, ne? Ja. Und trotzdem, solche, die Gene sind wichtig natürlich. Und die Zähne? Wird man älter, wenn man Geld hat. Das sieht man zum Beispiel an unserer Elisabeth, Königin von England, ja. Und jetzt der Rockefeller, ja, der jetzt 100 geworden ist. Die können sich natürlich alles leisten, medizinisch schon mal. Natürlich. Es gab ja immer diesen Satz, wer arm ist, muss früher sterben. Ne? Da ist schon was dran. Ja. Aber auch, wie gesagt, da gibt es ja Ausnahmen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Es gibt einige. Ja, sicher, die Krebs kriegen. Ich habe ja gesagt, wenn die Gene in Ordnung sind. Ne? Natürlich, ja. Ja, und wie sich das dann auch, was dann wirklich diese Gene oder unser DNA wirklich beeinflusst. Ja, ja. Was unser, weil das ist ja alles eine Energiesache, eine Gefühlsache, wie man sich fühlt. Ja. Ich habe vorhin ein Video gemacht, da habe ich gesprochen oder aufgenommen, habe ich über Moods, Gefühle gesprochen. Oder wie sagt man, Stimmung. Stimmung? Das ist ja vor allem mit Frauen so. Die Stimmung ändert sich. Einmal fühle ich mich, wieso liebevoll, und einmal bin ich ärgerlich. Mhm. Was dirigiert das? Mhm. Wo kommt das wirklich her? Und oft ist es natürlich so, dass mir entweder wenn was Gutes passiert, wenn das Wetter schön ist, wenn wir uns gut fühlen, dann ist es gut. Ne? Mhm. Aber wenn irgendwelche Probleme sind, oder irgendwelche, vor allem mit anderen Menschen, dann fühlen wir uns schlecht. Perfekt. Ja, aber Mother, you are perfect just the way you are. Okay. This is beautiful. Oh, beautiful. Beautiful, you're beautiful. I am a beautiful tree. Oh, you are beautiful just like this beautiful tree. Ja. Krückentanz? Jetzt kommt der Krückentanz. Dolly, Krückentanz. Christoph. Dolly, kommt der Krückentanz, okay? Weil ja, was ist denn nun? Ja, Mutter, die Musik ist kaputt gegangen, weil du zu viele deine Erwartungen, ne? Dollys Krückentanz. Ja. Weil du kannst ja auch ohne Musik tanzen, ne? Du kannst ja auch singen. Du kannst ja auch a cappella, sie kann sogar auf dem Kopf stehen. Ja, das mache ich auch. Sie kann sogar Breakdance, ne? Ja, ja. Und sie kann gut kochen. Ja, und gut sauber machen, ne? Und am besten, eines ihrer besten Dinge ist, sie kann sehr gut Anweisungen geben. Mach das, nein. Schön, ne? Seit ich klein war, weiß ich noch. Das haben wir so an, wir Mütter, nicht? Also das kannst du nicht ändern, nicht? Das ist was Schreckliches, ist das, ja? Im Grunde ist das was Schreckliches. Ja. Mach deinen Kragen zu, Genau, zieh dich richtig an, ne? Wie siehst du denn aus? Ja, immer diese Anweisungen geben. Ja. Das ist die Natur der Beste, wie ich immer sage. Ja. Ja, jetzt machen wir mal Tschüss, ne? Ja. Das war's. Genau, Kaffeeklatsch an diesem Juni. Wir versuchen das öfter mal zu machen. Ne? Einfach mal ein bisschen über die Dinge des Lebens zu reden. Ne? Machen wir mal. Just having a good, gute Zeit. Good times. Good times. Bye-bye. Bye-bye. Alles klar. Tschüss. Aha.